das eine. Aber warum die Zusammenarbeit mit Nordtirol? Wir haben ein staatliches Problem, dass wir praktisch, Problem würde ich sagen, dass unsere Milchanlieferung zurückgeht. Hingegen die Veredelung, die Verarbeitung steigt schon seit Jahren. Und deswegen, besonders in den Sommermonaten, haben wir zu wenig Milch. Wir haben Milch zugekauft und wir haben uns jetzt überlegt, wie können wir langfristig dieses Problem oder diese Differenz in den Griff bekommen mit einer qualitativ hochwertigen Milch. Und natürlich auch das Thema Biomilch ist für uns sehr wichtig. Und da haben wir mit den Nordtirolern Bauern, also aus dem nördlichen Wittal, die richtigen Partner für uns gefunden. Das Problem, was wir haben, dass einfach besonders im Sommer die Milch knapp ist, haben wir 2012 schon gesehen, wird sich in den nächsten Jahren noch weiterhin zuspitzen, haben nicht nur wir, sondern auch die anderen Milchhöfe. Und um Planungssicherheit zu haben und wirklich das für die nächsten Jahre, haben wir den Schritt gesetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass es der richtige Weg war. Wie viele Bauern aus dem nördlichen Wipptal, beziehungsweise wie viel Milch wird denn geliefert? Also wir haben draußen ca. 190 Landwirte und wir sprechen auf ca. von 8 Millionen Kilogramm, was in etwa 16-17% unserer heutigen Anlieferung ausmacht. Und wie schaut es mit der Bezahlung aus? Die Bezahlung, nachdem Sie sich in einer Liefergenossenschaft organisieren, die uns täglich die Milch anliefert, werden wir diese als Mitglied aufnehmen. Sie werden bei uns die Geschäftsanteile als Mitglied bezahlen und wir werden sie aufgrund der angelieferten Qualität als Mitglieder bezahlen. Sie zahlen einen kleinen Aufpreis, da sie natürlich bei uns in der Genossenschaft in einem bestehenden Betrieb, in einer bestehenden starken Marke eintreten. Und wie sieht das mit dem Qualitätszeichen Südtirol aus? Das Qualitätszeichen Südtirol ist sicher ein großes Thema und wir haben das bis jetzt auch so gehandhabt, dass für jene Milch, die wir aus Österreich zugekauft haben, das Qualitätszeichen natürlich nicht auf der Verpackung oben hatten und dem werden wir auch in Zukunft Rechnung tragen.